Hallo, wir machen weiter bei Evil Conquest 2. Und das letzte Mal haben wir ein bisschen wieder angefangen zu rewinden. Ich werde mich jetzt aber wieder zurückhalten, hoffentlich. Ich möchte eigentlich nicht hier die letzten Level mit Rewinds abschließen. Aber ein bisschen haben wir es wieder gemacht. Sind jetzt aber dafür in der letzten Welt angekommen. Surreal Shatters. Das soll übrigens der Mond sein. Aber das sieht super cool. Wer hat die Oberwelt gebaut? Ich habe die ganze Oberwelt gemacht. Nice. Und die Oberwelt habe ich in GIMP gemacht und habe die auch einfach nur importiert mit den ganzen Grafiken. Ja, klar, also halt alles zusammengepixelt sozusagen und dann. Genau, die habe ich halt wirklich in dem Sinne nur gezeichnet. Ja, wie lange hast du dafür gebraucht? What the? Kann ich schwer sagen, das ist schon wieder. Fuck, was ist ja passiert? Ich habe jetzt leider. Jetzt habe ich sie. Ich stelle die Frage und dann höre ich nicht auf die Antwort. I'm sorry. Kann ich gar nicht mehr so genau sagen, das ist auch schon vor etwas längerer Zeit entstanden. Achso, okay, alles klar. Ja. Oha, ist alles gedreht. Gut, aber ich muss es mir ja eigentlich einfach nur horizontal vorstellen und die Sachen sind normal. Und dann ist es ja ganz, wird es plötzlich wieder in Ordnung. Aber der Kopf macht daraus schon gerade eine ganz merkwürdige. Weil die. Es ist okay, es ist komplett merkwürdig. What the hell? Okay, da ist es rutschig. Ist oh mein Gott, jetzt muss ich erstmal meinen Kopf hier auf das Level einstellen. wenn die Grafik normal wäre, würde es sich aber ganz normal wie so ein Bergsteiglevel oder sowas anfühlen. Aber dadurch, dass wirklich alles gedreht ist. Alter, das ist super weird. Holy shit, aber das ist gut. Das ist ja so super, die Discord-Stream-Kompression, die macht den Hintergrund ganz witzig manchmal. Okay. Ja. Siehst du das auch, das denn bei den genau, oder so Bergen Pixel da? Runterfallen und so. Das ist wie bei einem Greenscreen-Effekt, wenn man da Sachen hinterpacken würde. Da wird sich alles duplizieren. Das habe ich so noch nie in einem Hack gesehen. Wir auch nicht. Es hat schon jemand gesagt, ich soll noch ein 45-Grad-Level machen. Ja. Ich habe tatsächlich solche Level später noch gesehen in Mario Maker 2, nachdem das hier noch online gekommen ist. Also ich glaube nicht, dass wir es von uns haben, weil so wie Level geht das denn in Mario Maker 2? Also, ja, da wurden halt SMB1 Level, meine ich, so um 90 Grad gedreht und dann noch ein paar Hilfsplattformen hinzugefügt, damit man das auch gut schaffen kann. Ja. Aber du kannst ja die Grafiken von den Blöcken nicht drehen in Mario Maker. Naja, das ist halt auch nur so als ob. Was erst den Effekt auslöst. So, wenn die jetzt normal, wenn die Frage zeigen, würde es ja einfach wie ein normales Bergsteiglevel anfühlen. Das meinte ich. Aber dadurch, dass wirklich die Grafiken gedreht sind, hast du halt echt so. Oh. Gut, jetzt müssen die Koopas halt noch nicht theoretisch gedreht sein, weil die Koopas sind ja wiederum richtig. Und es ist halt auch nicht einfach nur SMB 1 Level X, die einfach nur gedreht. Es ist einfach ein Level, was so gebaut wurde. Ja. Richtig. Ja, also wir haben es auch noch nicht so gesehen, tatsächlich. Ich hatte schon überlegt, ob ich nicht das Level praktisch dann zum ersten Level im Hack nur richtig rummache. Aber, das müssten wir erstmal jetzt wieder dann hier komplett alles umsetzen. Was ist was ist passiert? Ich bin durch eine Röhre, nichts Spezielles. Was ist passiert? Was ist passiert? Nichts da. Mit dem Plattform wahrscheinlich. Dann die und. Achso, dann hier rum. Okay, nice. Ich kann nicht, okay, ich kann. Level. Oh, was, Hilfe! Gott, was ist Wolken? Oh. Die machen, was sie tun sollen. Ach so. Mach Level in der Welt sehr gerne. Ah, ich muss hier direkt hindurch. Ja, moin. Da kommen noch ein paar weitere coole Level-Ideen, würde ich sagen. Check. Letzte ein weiterer kleiner. So am kreativsten, weil einfach, da gibt es ja kein festes Thema, sondern einfach nur das Abgedrehteste, was wir uns ausdenken konnten. So. Ich bin sehr gespannt. Ein weiterer kleiner Fun-Fact. Ein weiterer kleiner Fun-Fact ist nur, dass die Musik, die in dem Level drin ist, die war auch schon im letzten Special Level von Evil Conquest 1 drin. Ja, das war das, wenn du dich noch erinnerst, das Level, wo du den ganzen Zielen ausweichen musstest, die dich sonst in den Tod geschickt haben. Das war das letzte Level halt.
Jo. Alter. Ja, das wird auf jeden Fall ein Hack, der auf SV Central durchaus angenommen werden. Also nicht jetzt im Sinne von angenommen, dass sie ihn nur akzeptieren, sondern der wirklich gut angenommen werden müsste. Ich denke schon, dass das hoffe ich doch. Viel gefällt, was da kommt. Alleine war jetzt ja schon so viel SMB-technisch nicht mehr. Also da ist man ja über alles froh, was kommt, und wenn dann sogar noch so was Geniales hier kommt. Hallo. Hallo. Das sollte schon. Ja. Ah! Ich denke halt nur, dass diese paar technischen Probleme noch nicht so cool sind. Ja, gut, das ist halt. Probleme sind nicht cool, wahrscheinlich. Aber es sind ja auch zum Glück nicht mehr so viele. Und auch nur sehr minimalistische. Ja. Die auch nicht allzu viel kaputt machen. Boah. Ja, eben. So, wenn man genau. Besser timet, dann passiert da auch nichts weiter mit dem Plattform. Das kann ich halt nicht auf Google legen oder so. Das ist nämlich mit. Ich mache aber auch jedes Mal den gleichen Qual. Es ist unglaublich. Ich als Türsteher. So. Sehr schöne Sache. Das ist cool. Das ist, lass mich. Der kommt dann nicht runter, wenn ich da bin. Ich würde gerne meine Blume behalten, damit ich die hier schön immer wieder loswerden kann. Tschüss. Das ist dann nämlich gar nicht mehr so schlimm. Kann ich da mal die blaue rein? Das sieht doch so aus, ob ich da rein könnte. Achso. Hey. Vielleicht nicht auch. Wenn ich das schon. Ah, da kann ich nicht. Genau. Ich habe auch darauf geachtet, dass das Level so funktionieren würde, wenn es richtig rum wäre. Okay. Sonst fände ich das nämlich ziemlich witzlos, wenn das einfach nur so, haha, das könnte so aussehen. Aber es würde auch funktionieren, wäre es richtig rum. Na gut, es muss ja nicht sein, dass hier eine Landschaft ist, die man auf eine andere Art und Weise auch betreten könnte. Also, kann ja der Mond nichts dafür, wenn der Mond so aufgebaut ist. Aber ich verstehe, ja. Ah, mein Gott! Mama, Mama. So. Weiter geht's. Wait, langsam. Ich darf da nicht raus. Doch, hä? Du darfst da raus. Ah. Was waren die Dinger dann? Wofür ist das Brinkmann? Ach so, für den Kollegen. Yo! Nice. Jo, das war das erste Level. Erstes Level. Geschafft. Da bin ich jetzt aber echt gespannt, was von wem war das? Kommt. Ach so, ja, Lux, würde ich jetzt mal sagen. Das ist richtig. Ich meine, ich habe auch die ganze Zeit gerade schon darüber geredet. Du hast ja schon die ganze Zeit gesagt, dass hast du das und das und das und das gemacht. Genau. Yoshi's Cookie. Das ist ein großer Cookie. Die Sache wurde schon behoben, das wollte ich gerade sagen, ja. Aber ich habe noch gewartet. Genau, und zwar einmal bitte. Ich glaube, du kommst immer noch dran. Oder? Rewind mal am besten, damit du den Yoshi wieder bekommen kannst. Aber ich wüsste nicht, was jetzt hier unten mit dem Yoshi soll. Rewind mal den Yoshi wieder nach unten. Okay. Das wurde wieder behoben. Also, ja. Lustigerweise haben wir da nie dran gedacht. Aber, ja, mach mal. Spiel mal ein bisschen weiter, ohne den nach oben zu werfen am besten. Ach, ich kann da runter. Das wusste ich, das habe ich gar nicht gerafft, dass ich da runterfallen kann. Ja, alles gut. Ach so. Jetzt weißt du es. Jetzt weißt du es. So ein Level. Ja, genau. Ah. Au. Au. Aber keine normalen Bären, die er jetzt ist. Das ist irgendwas anderes, als das sind, ja. Das sind Blöcke. Dinge tun. Genau. Wären es Bären, dann würde man als Mario durchgehen können. Ja. Und Yoshi kann in diesem Hack nie groß werden. Ah ja. Das habe ich komplett rausgepatcht. I see. Das heißt, das Gimmick ist, dass er den Weg hier frei frisst die ganze Zeit. Oder er hier. Oder er hier. Oh
Gott, Hilfe. Ach nee, ich hätte runterfallen können. Kannst auch runterfallen. Hi. Hi. Das wäre witzig, wenn gestorbene Gegner halt endlos von unten nach oben durchfallen. Oh Gott. Ja. Kann ich drauf verzichten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, der kommt runter. Okay. Halt, ich kann auf dem Ding stehen. Nee, doch. Da kann ich stehen. Was habe ich mir jetzt eigentlich in dem Moment gedacht? Was soll ich sagen? Was? Was hat... Dieser Moment, wenn du irgendwas machst und im nächsten Moment überlegst, das ist komplett bescheuert. Vielleicht mal ein bisschen. Wirklich komplett bescheuert. Meine Nerven. Die eigentlich auch als Nein kann. Nee. Alles gut. Bleib, wo du bist. Okay. Oh. Ja. Das Problem hatte ich, glaube ich, schon mal. Oder? Nee, habe ich gar nicht hier erwähnt. Vielleicht habe ich das erwähnt. Und zwar besteht die Möglichkeit, dass man sich auch in Wände drücken kann, in diesem Level, und dass Sprites oder Gegner halt generell in Wänden landen können. Genau das halt. Und zwar kann man halt, wenn man genau, wie nennt man das am besten, wenn man den Screen von unten nach oben wechselt und genau in dem Zeitpunkt in einen anderen Block, der auf der anderen Seite ist, reinspringt, kann man es bei Gelegenheit schaffen, den genauen Pixel zu treffen, in dem man dann in den Block reingehen kann, bei dem Übergang von unten nach oben. Ah. Das war kompliziert, sorry. Ja. Genau. Jedenfalls, man kann sterben, wenn man den Screen wechselt von unten nach oben. Ja, also das ist das, was ich gerade natürlich komplett freiwillig demonstriert habe. Ja, und das passiert leider sehr selten, Fragezeichen, weiß ich nicht. Genau, also man muss halt sehr genau den Screen wechseln. Ja. Das ist halt, ja. Mensch, das ist ja gut. Kann man nicht so gut beheben, leider. Alles klar. Naja. Oh, fuck. Ich weiß noch nicht, ob wir das beheben können. Ich denke mal eher nicht. Ja, wenn es kaum passiert, dann ist es ja nicht schlimm. Ja. Wir nähern uns den 10.000. Ich glaube, die kriegen wir nicht mehr. Hätte der überhaupt eine fünfstellige? Nee, das bleibt bis vierstellig. Oh. Genau. Nee, komm, jetzt ist es mir. Wenn ich sowas mache, da habe ich schon. Da bin ich, fühle mich schon so doof, dass ich das rewinden muss, weil es einfach kein. Nicht unvorsichtig werden hier. Den nehme ich aber, den sehe ich ein. Alles klar. Ach, gute Sache. So, wo bin ich bisher? Ach so, ach ja, aber an den. Genau. Und seitdem bin ich nicht mehr hingekommen, weil ich einfach jedes Mal doof bin. Okay, sehr gut. Ach, ich bräuchte den Chuck ja gar nicht auslösen. Ha! Du musst ja nicht auslösen. Ich kann einfach da runterfallen. Aber das machen tatsächlich sehr viele Leute so. Was? Dass man den Chuck auslöst, obwohl man das gar nicht machen muss. Ja, das bietet sich halt an, irgendwie über diese Umrüber. Wait, ich kann den... Ja. Frist, kannst du auch machen. Mist. Frist, das blöde Ding. Oh Gott! Ja, musst du ausweichen, ja. Yoshi, du hast gerade gefressen. Ich hab sehr gezielt daneben geworfen, tatsächlich. Aber du hast ja noch ein paar so. Ich glaube jetzt. Nee. Das trifft, glaube ich, nie. Aber der fällt ihr genauso schnell, ne? Ja. Oh. Warte. Ja. Den kann er ja nicht treffen. Das kann er ja nicht
kann er ja nicht treffen, wenn er genau so schnell fällt. Ich muss erstmal Yoshi wieder fangen. Oh, nein. Ist er nicht schneller gefallen? Oh boy, oh boy, oh mein Gott. So. Aber wie komme ich jetzt? Da ist ein Telefon. Ich glaube, die Stelle muss an sich anders gebaut werden, weil das passiert im Weg. Ja. Das passiert genau da zu oft. So. Ja. Vielleicht einfach die untere Plattform ein bisschen erweitern. Mhm. Hab ich den Namen nicht vergessen. Ich hab grad nicht mehr. Oh Gott, der wirft. Okay. Ach, ich bin. Checkpoint, nice. Sehr gut. Oh boy. Yoshi, Open, da bist du. Da ist der Yoshi. Brauch den noch. Jetzt hattest du den Anfang auch schon geändert, dass man dort entweder sterben kann. Lauf! Okay, es funktioniert. Kann ich den Ding wunderbar. Kann ich essen, den kannst du auch essen. Den kannst du auch essen. Normal auch. Ja, auch normal. Das meinte ich eben, dass man sich halt, wenn man genau richtig springt, in den Boden reindrücken kann. Aber ich kann das wirklich nicht verhindern. Ich habe das auch sehr oft überprüft und die Verbindungsteile, also die Wände sind halt an richtigen Ecken durchgezogen. Ja, das passiert eigentlich sehr selten tatsächlich. Okay. Oder wenn man es halt drauf anlegt. Ich spule kurz zurück, einfach nur um das mal zu testen. Du bist halt genau zwischen den beiden Blöcken da durchgesprungen. Ja. Aber gut, in dem Fall macht es jetzt auch nicht so viel kaputt, deswegen ist das meiner Meinung nach nicht so schlimm. Ja. Aber halt echt das Einzige, was da passiert, ist, dass du verwirrt bist und dann hier runterfällst. Ja. Oder du stirbst. Ist halt echt doof. Aber es geht eigentlich. Nina schmeißt diesen Yoshi da hoch. Ja. Ist ja egal. Wie sonst? Runterfallen lassen. Und dann rutscht er über den Boden. Ach so. Genau. Also man kann beides machen. Nicht schlimm. Oder? Ist das schlimm? Ist ja alles cool. Weiter geht's. Oh boy, jetzt hab ich aber Hilfe. Kannst du einfach nach rechts gehen? Oh. Come on! Lecker. Wie schafft man so? Großartige Sache. Ich geh einfach durch. Geh einfach durch? Ich geh einfach durch. So. Ja, guck mal. Tschüss. Nein, ich will den essen. Weg mit dem. Den kannst du nicht essen. Ach, den kann ich gerade. Ach, den kann ich doch nicht essen. Den kannst du nicht essen. Okay. Dann einfach hier weiter. Programm. Alter, fliegen die überall rum. Ja, der wirft hier. Ach, du grüne Neune. Okay. Ich würde stark behaupten, der hört irgendwann auf, wenn zu viele Gegner auf dem Bildschirm sind. Ja. Oh boy. Ey, komm, wir spielen nochmal mit Midway Point, ist okay. Wir spielen nochmal mit Midway Point. Ich finde das halt echt seltsam, dass du dann irgendwie 1000 Mal rewindest. Und dann bestimmt wahrscheinlich noch nicht mehr. Ja, weil ich halt eigentlich will ich ja nicht rewinden. Jetzt brauche ich auch den Yoshi. Oh, da fehlt ein Yoshi. Ihr habt da mit Midway Point kein Yoshi gesetzt, oder was? Ja. Ja. Okay, gut. Und dann wird ein Block weggefressen. Crazy. Okay, ich schreibe dir das mal eben. Nee, mach einen Rewind bitte. Okay. Das wäre eine coole Sache. Danke, dass du da gestorben bist. Das ist uns wirklich nicht aufgefallen. Okay. Ist doch keiner nach dem Midway Point hier in dem Level gestorben oder haben alle gerewindet oder was? Ja, gegen Ende schaffen das entweder alle oder nutzen Save States beim Testen. Tatsächlich. Ja, wahrscheinlich, also keiner, ich bin ja auch im Moment geneigt hier zu Save States tatsächlich. Aber lol. Ist das mal gerade. Das ist natürlich ungünstig, wenn ihr da kein Yoshi hinsetzt. Ah, dann habe ich jetzt eine Legitimation hier zu rewinden, das ist ja voll gut. Ja. Sehr schön. Kannst du sehr gerne tun. Oder ein Safe State mit Yoshi platzieren. Einsetzen. Ja, die Stelle ist aber auch gerade wieder zu wild hier. Hilfe, lass mich in Ruhe. Oh, warte, geh weg! Du musst doch gleich das Ziel kommen irgendwann. Oh boy. Der bleibt halt auch noch da. Das stimmt. Hä? Ach, ich kann den, wenn ich in den. Okay, ich kann in den reinlaufen, während ich ihn esse. Auch interessant. Ich kill den jetzt, das muss doch gehen. Muss ich doch ganz normal killen können.
über da drüben über die Plattform kann ich nehmen. Ich weiß, was ich kann. Also einfach runterspringen. Oh, stimmt, ich kann ja auf ihn drauf fallen. Oder du läufst weiter. Mein Gott, bin ich blöd. Ach, und die, die hier runterfallen, die waren schon da. Ja, war schon da, ja. Also geht doch, ich mein, geht doch eigentlich heim, ist das ja egal, ob da jetzt zwei Yoshis in dem Level sind oder nicht. Der Kleine verglitscht das sowieso nicht, wenn der Große nicht da ist. Kann ich einfach die zwei einsetzen. Okay. Die kann man da mitnehmen oder nicht? Das ist auf Ende etwas wild geworden tatsächlich, ja. Aber okay. Okay, gut. Aber gut, dass wir das gesehen haben jetzt noch. Ja. Das ist uns aber lustig. Wait, ihr habt das Punk-Hassal genannt? WTF! Alles klar! Ich hab's nicht benannt. Wow! Grüße gehen raus einfach an der Stelle. Grüße gehen raus an One Piece. Ich sag noch, das erinnert mich an. LOL! Alles klar, sehr gut. Das machst du noch eine Compilation, wo du alle Grüße an jemanden rausschreibst? Nee. Das ist natürlich auch schön. Da werde ich safe keine Lust haben. Es sei denn, ich überwinde mich irgendwann dazu, eine Art Best-of von diesem Display zu machen. Kannst du das gleichzeitig da? Ja. Ich bezweifle aber, dass ich da in naher Zukunft auf Lust haben werde. Ich bezweifle es sehr stark. Aber ich bin gar nicht tot. Oh. Okay. Ja. Ich hätte noch nicht. Doch, jetzt bist du tot. Aber wenn es jetzt noch One Piece Musik wäre, das wäre natürlich zu wild. Gibt's leider keine Plots von. Aber. Ja, gut, das. Ja. Kann ich mir denken. Aber es ist schon mal. Es passt auf jeden Fall sehr gut. Ich check jetzt erst, wie das Level funktioniert. Alles klar. Sehr nice. Ist mir bei Demon Off noch gar nicht richtig aufgefallen, was ich da mache. Aber bei zweiten hey. Ist. Ah, sehr cool. Ein Bonus. Das war nicht so cool vom Fisch. Was glaubst du eigentlich, wer das letzte Level gebaut hat? Achso, was war das letzte Level? Das Yoshi-Level. Ach ja, das Yoshi-Level. Ich hab den Attack-Level gemacht. Ja, so. Also. Die ersten zwei Screens, oder? Ersten vielleicht drei oder vier Screens maximal und danach. Okay. Hast du das gemacht. Also, so genau. Ein bisschen beide, aber mehr da. Aua. Ja, das ist so. Ja. Ich hab eine Idee, ich will was machen, dann. Eigentlich habe ich noch jetzt ein. Oder wenig ein. Oder es ist schwer, aus dem Level zu bauen. Ja. Aber deswegen, wenn man im Team da arbeitet, hat man das ist nicht einfacher, weil dann fällt vielleicht deiner Person was dazu ein. Ja. Das wird auch gleich nochmal, oder in dem nächsten Part der Fall sein, bei einem anderen Level. Je nachdem, wie lange ich schon aufnehme, keine Ahnung. Wir sind jetzt bei 23 Sekunden. 23 Sekunden. Oh, großartig, großartig. Wait, ich kann mit dem hier rüber. Du kannst auch ohne darüber. Oh Mist. Also du kannst natürlich damit, aber auch ohne. Ja, aber die über die Delfine ist glaube ich schwieriger. Ich glaube, ich versuche jetzt mit dem. Weil ich den dann eine ganze Zeit lang erstmal mitnehmen muss, bis ich den einsetzen kann. Hä? Du hast schon wieder beide gleichzeitig ausgelöst. Genau. Wie in den 7. Sternlevel. Ah, jetzt kommt er nicht. Ah, doch. Nice. Ja. Ich geh mal gerade was zu trinken holen. Jo. Hol dir mal was. Ah, ich muss hier wieder zurück, dann. Hier ist ein Weg nach oben.
Vielleicht. Oder ist es nur für einen Kristall? Wer weiß, wer weiß. Der sieht schon sehr aus, als ob ich da komplett zurück müsste. Hey, ja, noch ein bisschen. Hey. Ich glaube, du musst ja zurück, so wie es aussieht. Ich glaube, ich muss hier zurück und einen P-Switch mir holen. Irgendwo. Wo ist das Feuer? Da. Wo ist es jetzt? Da. Jetzt kommst du nicht mehr. Yo, hi. Da bin ich. Geh doch mal da runter und dann lass mich in Ruhe. Du sollst da runter gehen und mich in Ruhe lassen. Nee! Dieser Chuck ist großartig. Ja, das war klar! Weil er hat es doch geschafft. Ah, es war wieder so klar. Okay. Aber wir kommen dahin, das ist in Ordnung. Ah, okay, Speedrun Tactics hat nicht funktioniert. Ah, jetzt hat es. Jetzt hat es. Okay. Was ein cooles Level. Okay. Kann ich auch. Warum bin ich so ungeduldig? Ich muss auf den Fisch. Grüße geht raus an Robjo. Der kein Fisch ist, weil sein Delfin ist und ein Säugetier, aber egal. Warten. Jetzt. Wir hören schon im Jump'n'Run warten. Ja, es ist nicht das Schönste, was man tun kann. Oh Gott. So, jetzt ist hier das Feuer, hier das Feuer. Und dich nehme ich jetzt mit. Weil du. Solltest mir den Chuck vom Leib halten. Wäre nur, dass er da runterläuft und dann mich in Ruhe. Dankeschön, geht doch. Also. Nope. Und zurück. So. Jetzt könnte ich natürlich so durch, aber ich könnte so durch. Da es im Moment alternativ ist und ich da drüben eh nochmal drücken kann, gehe ich erstmal so durch. Weil dann kann ich hier nämlich im Wasser landen und so weiter schwimmen. Und ich muss jetzt umschwimmen. Oh nein! Ah! So. Ja. Mann, den Tod nehme ich ja, aber den Midway Point hätte ich auch gern. Oh, Junge. Genau zwischendurch. Gut. Ach, gut gemacht. Gut, dass natürlich aus dem Eiswasser auch nochmal Feuer kommt, ist natürlich ein bisschen komisch. Aber das kann man nicht ausmachen, weil die halt da sind, die Sprites. Ja, man könnte. Also. Könnte die durch Custom Sprites ersetzen, die sich dann irgendwie zu Fischen ändern oder so, aber. Das wäre. Wie gesagt, wir haben nicht mehr so viele Sprites frei. Achso, da braucht er wieder, ja. Oh. Ja. Oh, was? Moment. Wieder her. Das ist gerade ein Sprite. Den hätte ich. Ah, ne, ich komme auch so wieder hoch. Da kommt man nochmal. Ah, okay. Ich komme auch so wieder hoch. Wusste natürlich. Hä? Ach so! Ja. Ja, was macht ihr auf nochmal? Mensch. Ich weiß auch nicht. Ach, großartig. Ja, das war falsch. Ja, das ist so viel dazu. Das ist mir aber lustigerweise auch noch nicht passiert, dass da ein Gegner despawnt. Mhm. Crazy. Ah. Das ist ein Todesfall. Also ich muss auf den, dann muss ich das... Dafür sind hier der Fiene da. Das hat nicht hingehauen. Das war natürlich jetzt.
Egal, du hast ja so viele Versuche, wie du möchtest. So. Das hat nicht hingehauen. Das war jetzt zu schnell. Einfach ruhig bleiben, Mann. Oh, ganz entspannt. Nimm Birdman los. Bauen sie doch extra drei Dinge hin und nicht nur eine. Ich treff's halt trotzdem. Sollen wir das auf vier Blöcke erweitern? Wirklich nicht. Alles klar. So. Okay, kurz denken, was passiert. Das da unten wird Lava. Das heißt, ich muss schnell über die Plattformen und dann ist erstmal alles gut. Okay. Richtig. Jetzt drücke ich den und dann kann ich im Wasser landen. Ja, gut. Man muss ihn auch drücken. Das mit dem Drücken hat noch nicht so ganz funktioniert. Kein Problem. Hey. Mario, lass ihn doch nicht fallen. Hallo? Ist der Level noch direkt davor? Das ist das Gute. Wenn man ihn drückt, ja. Der Level Point nach dieser Stelle wäre echt mies. Ja. Ach, bin ich denn unfähig, das Ding zu schicken, Mensch. So. Zack so. Und Abflug. Geht auch. Jawohl. Tschüss. 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 Okay. Alles gut. So. Okay, das hat man schon gerade gesehen. Zack, zack, zack. Und dann einfach den On-Off hier drücken zur Abwechslung. Genau. Und. Schafft's Dash? Er schafft's. First try. Ja. Genau, die tun nicht weh, keine Sorge. Ah, aber der tut weh. Der tut weh. Wir haben hier einen Sieg. Wait, das Ding geht kaputt, Hilfe. Ja. Ich habe bisher den Secret Exit noch nicht gesehen. Das habe ich auch bemerkt. Ich habe ihn also entweder verpasst, was gut wäre, oder ich muss das alles hier nochmal machen, was schlecht wäre. Ah! Das ist übrigens auch der letzte Secret Exit im Hack. Genau. Okay. Danach hast du keine weiteren Secret Exits mehr. Ich muss auch zum letzten Stern dann führen, weil wir haben noch einen Stern übrig. Wow. Das war gut. Ja, das leider war der Rest danach nicht. Olli. Ah. Falschen gehabt. Geht doch. Ich sehe das Problem. Geht doch. Auf unsere Anstelle. So, einfach so. Hoch, die wegmachen und hoch und so. Eieieiei. Und jetzt vielleicht auch einfach mal nicht sterben im Raum. Bin ja bisher an relativ dummen Stellen eigentlich immer nur gestorben. So. Und weiter geht's. Okay, okay. Also da unten ist so ein Feuerding. Wie lang sind die denn? Die sind nicht so lang eigentlich. Müssen die da noch einfach dran vor? Nicht so weit runter! Nein. Moment, ich muss den drücken. Ich muss... Oh.
Wo ist da oben? Ah ne, muss ich nicht, das sind Unterfallblöcke. Checkt. Oh, du bist weg. Das wäre ein bisschen fies. Ja, man könnte es, glaube ich, zeitlich schon schaffen. Aber, ja. Das ist schon, man kann es zeitlich schaffen. Aber es wäre fies in der Tat, ich hätte jetzt keinen Bock drauf. Hast du vollkommen recht. So, nehme ich den mal mit, einfach nur weil ich es kann. Den musst du nicht mitnehmen, also. Komm, wir wollen. Ja, okay, der geht eh kaputt in der Zeit. Oh mein Gott, was ist das denn? Nein, nein, okay. Ich sehe halt nicht, ob jetzt unten Boden kommt. Okay, so. Way! Da ist der Secret Exit. Gehe ich zumindest mal davon aus. Noch kann ich. Ja, okay, alles klar. Du machst dich mal weg. Wenn ich jetzt zurück switche, kann ich durch die Röhre da gehen. Ja. Ach, das ist ein Kristall. Ja, genau. Und den sammle ich jetzt schon aus dem Ausbruchtest einfach. Na, oh! Dummes Ding! Wait, stopp! Vorsicht! Keine Sorge, den kannst du wieder zurückwechseln. Du jetzt. Kannst ihn auch so treffen. Fällt ja sowieso dann ins Wasser. Genau. Ja, aber ich muss ja die Plattform wieder da wieder holen, oder nicht? Nö. Müsstest du nicht. Du kannst ja einfach. Ach, ich kann unten durch! Du kannst ja schwimmen. Ach so, ich kann unten. Wozu sind wir dann überhaupt hier oben? Ah. Das ist ja voll praktisch. Auch wenn ich schon hier am Rewind bin. Ein ganz großer. Hier ist das Ziel. Ich hab keine Ahnung, wo das Secret Exit sein soll. Das habe ich schon gemerkt. Okay, müssen wir noch mal in Ruhe durchgucken. Ich könnte mir aber was vorstellen. Dass man mit dem Piece. Du kannst auf jeden Fall Hilfe bekommen. Wait, oder hier am Anfang. Das hier irgendwas gleich. Okay, schon mal noch nichts anderes. Wir sind hier nicht in Super Mario World Nia, wo Exits in den Röhren platziert sind, in dem, aus dem du gerade rauskommst. Grüße gehen raus, aber hier könnte ich das Feuer anlassen und käme trotzdem durch. Das nützt gar nichts. Oh, ich mache nur gerade den Hardcore-Modus. Hier rein. Kann ich hier eine Röhre vielleicht rein? In dem Bein, die du gerade siehst, nicht. Ah, P-Switch und dann hier die Röhre. Ja, das passt zeitlich auch. Uff. Okay, also gehen wir da nochmal hin. So eine Ruhe in den P-Switch. Tschüss. So. Hey. Und jetzt. Ach so. Wenn ich den hier gleich drücke, müsste ich es ja auch zeitlich schaffen. Nee, ich will in die Richtung. So. Hey. Du hast ihn echt schnell und voll gut gefunden. Ja. Vielleicht war meine Formulierung, du kannst in den beiden Röhren hier vorne nicht reingehen. Bisschen doof, aber naja. Egal. Weiß ich nicht, ob das da mit. Ich denke mal, es auch so gut funktioniert. Hätte auch so gut funktioniert. Aber es stimmt, es war eigentlich zeitlich recht passend, ja. Okay. 39 Minuten. Tower of Midas gibt's beim nächsten Mal. Das letzte Special Level. Ich bin gespannt. Ich auch. Danke fürs Zuschauen. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao, ciao.